Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Efi, und heute zeige ich euch, wie ihr Tassilo aus Die Schöne und das Biest malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift in der oberen Mitte des Blattes. Dort zeichne ich erstmal einen schrägen Bogen hin. An der einen Seite sollte er ein Stückchen weiter nach unten ragen. Direkt darunter zeichne ich nochmal einen weiteren Bogen in der gleichen Größe dicht darunter. Versucht den Abstand hierzu immer ungefähr gleich zu halten. Die Enden schließe ich dann ganz einfach mit jeweils einem kleinen Bogen miteinander ab. Geht nun entlang der Rundung ein Stückchen weiter nach unten. Dort zeichnet ihr jetzt nochmal einen Bogen nach unten. Dieses Mal jedoch ein kleines bisschen kürzer als der Bogen auf der oberen Seite. Direkt darunter zeichnet ihr wieder mit gleichem Abstand noch einen weiteren Bogen. Das obere offene Ende schließt ihr dann ganz einfach mit einem kleinen Bogen miteinander ab, sowie den unteren. Die Lücke, die hierbei entstanden ist, werden wir jetzt schließen. Wir gehen an die obere Seite und zeichnen von dort aus einen kurzen, schrägen Strich nach unten. Und von dort aus anschließend wieder eine schräge Linie nach oben bis zu der anderen Verbindung. So entsteht an dieser Stelle eine kleine Einkerbung. Von dem oberen Rand des unteren Bogens zeichnet ihr in einem leichten Bogen zurück zu der Einkerbung. So sieht das Ganze nochmal etwas dreidimensionaler aus. Geht anschließend an die vordere Seite. Von dort aus zeichnet ihr erstmal einen kurzen Strich nach unten. Direkt darunter zeichne ich jetzt den großen Griff von Tassilo. Ich beginne relativ weit mittig und zeichne hier eine Rundung direkt an den oberen Rand dran. Die Form sieht ein bisschen so aus wie ein Ohr. An das Ende, wo wir gestartet haben, zeichnen wir nochmal einen kleinen Bogen dran. Und von dort aus ergänzen wir in einem Bogen entlang des äußeren Bogens. Versucht dabei zur unteren Seite etwas schmaler zu werden. Anschließend schließt ihr das untere Ende dann ganz einfach mit einem kleinen Bogen miteinander ab, sodass eine gerade Form entsteht. Nun zeichnen wir noch die restliche Tassenform. Beginnt hierbei mit einer Linie quer durch den Bogen. Von dort aus geht ihr anschließend in einem leichten Bogen etwas weiter nach unten. Und anschließend in einem Bogen wieder schräg nach oben bis hin zur äußeren Seite der Tasse. So entsteht eine schöne rundliche Form. Da wir nun die Grundform von Tassilo geschafft haben, zeichnen wir ihm jetzt noch sein kleines Gesicht hinein. An der unteren Seite beginne ich erstmal mit einem Bogen für den lachenden Mund. An das hintere Ende zeichne ich noch eine gewellte Linie, um den Mundwinkel darzustellen. Falls hier noch eine kleine Lücke ist, könnt ihr diese ganz einfach schließen. Weiter oben geht es nun weiter mit den Augen. Ich gehe hierfür erstmal in die Mitte der Tasse und zeichne dort erstmal einen Bogen, der nach unten hin geöffnet ist, hin. Direkt darauf zeichne ich nochmal einen länglicheren Bogen, um die Grundform des Auges darzustellen. In den oberen Teil zeichne ich nochmal einen Halbkreis hinein, um so die Pupille darzustellen. Zeichnet diese dicht an den Rand. In den oberen Teil ergänze ich nun eine weitere Rundung, dieses Mal etwas kleiner, in die Mitte hinein. Und ganz oben in die Ecke zeichne ich nochmal einen kleinen Kreis, den ich später weiß lasse für die Lichtreflexion. Das erste Auge wäre hiermit geschafft. Nun geht es an das zweite Auge, welches hinter dem Tassengriff, also der Nase, versteckt ist. Direkt über die Nase zeichne ich erstmal eine Rundung für die Grundform des Auges. Dieses Mal etwas kleiner als das vordere Auge. In den oberen Teil zeichne ich wieder schräg die Rundung für die Pupille hinein. Anschließend nochmal eine etwas kleinere Rundung
und nach oben hin den kleinen Kreis für die Lichtreflexion. Als nächstes geht es weiter mit den Augenbrauen. Hierfür gehe ich über die Augen und zeichne darüber jeweils einen Bogen hin. Das könnt ihr ruhig bei beiden Augen direkt über die Augen zeichnen. Die Augen sind fast geschafft. An den oberen Rand ergänzen wir jetzt nochmal einen etwas kleineren Strich, um die Wimpern darzustellen. Diesen könnt ihr ganz einfach mit dem schwarzen Filzstift an den oberen Rand der Augen zeichnen. Versucht zur Mitte hin eine kleine Spitze entstehen zu lassen. Damit wäre das Gesicht auch schon geschafft. Nun geht es an den unteren Teil der Tasse. Wir beginnen hierbei erstmal mit einem kleinen Bogen direkt an die untere Seite. Anschließend zeichne ich an den Rand einen Bogen leicht nach unten. Und auf die linke Seite ergänze ich hierbei wieder mit einem weiteren Bogen direkt nach unten zeigend. Das untere Ende könnt ihr jetzt erstmal mit einem Bogen miteinander abschließen. Um den ganzen unteren Teil herum zeichnet ihr jetzt nochmal einen etwas größeren Bogen, um die untere Seite der Tasse besser darzustellen. Versucht an den Seiten schöne kleine Rundungen hinzubekommen. Nun zeichnen wir in den mittleren Teil noch ein paar einzelne Muster hinein. Ungefähr in der Mitte beginne ich damit erstmal einen länglichen Bogen nach unten hin zu zeichnen. Direkt daran angrenzend zeichne ich an die linke und rechte Seite jeweils einen etwas längeren Bogen. Das Ganze sieht ein bisschen so aus wie Blütenblätter. In die beiden äußeren Bögen zeichne ich noch von der oberen Seite jeweils einen kleinen Strich mittig hinein. Und? Seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir Tassilol jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen, das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich das Bild ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Die kleine Tasse Tassilo aus Die Schöne und das Biest ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal.